Because he never thought you'd make it back. If Nines didn't stand up to you in the courtroom, you would have been toast right there, man. Everybody knows that. Ja, ist wahrscheinlich, ja. Public relations, man. Calculated risk. Events were born in a boardroom. When Nines called him out, Croy realized it was time to show a carefully measured dose of Camarilla compassion. Und du machst keine PR-Check? Yeah, man. It's called kicking ass and crushing the skulls of any asshole who steps on my toes. That seems to work. People dig it. LaCroix is the boss at Camarilla in L.A. That's it. LaCroix is the boss. That's rich. Okay, du gehörst nicht zum Camarilla, du befolgst die Kammergesetze nicht. Ja, auf jeden Fall was von Napoleon. The facts are like this. The Camarilla need us to buy into bullshit for any of their laws to mean dick. Now, tell us free-living vampires they need to be ruled with a hard sell. So, the Camarilla baked up a play nicey plan. Show everyone how great they are, so we'll all just jump on board. Wer ist jeder? The free-living dead, kiddo. A lot of people like to use the label anarchy. Okay. Das ist aber schon, ja. Yeah, not a moment too soon, huh? He said you guys let those Sabat go too. Nines must be getting soft. How could you pass up that kind of fun? Wieso hilft er mir immer? He was left sireless too. I don't know, maybe that's it. Well, he's got a thing for the little guy. Ist Nice der Anführer der Neichen? You're free to choose who you trust, kiddo. Ja, okay. Ich höre erstmal. Ich will erstmal mit dem reden. Das ist er hier. You showed up. Good. Here's what I gotta tell you. And so you know, I don't lecture, I don't rap, I'm no bureaucrat. I'm just a guy out of nowhere came to be involved in something 500 times bigger than my name. Redouada? You got a right to know the score. In Camarilla, this is the short of it. They operate a lot like a pyramid scheme. There's a bunch of these old timers at the top that God only knows what plots in mind. They lose their power, they die. They sired more to carry out their plans. And looking for a little power, then those can get sired for their own schemes and so on and on and on. It hurts my head just thinking about the mess. And it works out to it this. Only a few people at the top have any real power. Them's fighting words, newbie. But you're young and stupid, so I won't make an example out of you. See, the Camarilla claims all of us are members, even if we don't want to be. Which is, of course, the biggest little horseshit a man ever heard. I really know this, but LaCroix? Shit. LaCroix's just the guy who backstabbed and wheeled and dealed his way into becoming king son of a bitch of all the local Camarilla. Him and any of the traitors that sided with the Cam want power here, they'll get what's due. I learned the way of this world during the Depression. Bunch of old rich bastards screwed the country. But did they suffer? No. The little people suffered. You can't trust the people at the top. The world would be a better place without them. All you can do is get a group of people together who aren't assholes. Find a place to put your feet up and make some examples of the quote-unquote elite to keep the rest the hell out. Everyone's an equal here. The same thing this country used to be about. That's what L.A. has been. An anarch-free state. The Camarilla was kicked out on their ass a long time ago. We, the anarchs, didn't want to play with politics anymore. Now the Croy and crew pop in like they never left. Okay. No goddamn way. Their laws don't apply to us. Das ist crazy. Das sind die ganzen Clans, die sich gegenseitig behaupten. No such thing. And again, newbie, don't throw those kind of words around lightly. You're risking a beatdown. I fought to keep L.A. free since I was embraced. Long time later, I'm one of the only ones left that hasn't bathed or suicides. And I was better than so long now. Okay. Ich kann einfach LaCroix represents everything I hate. The Camarilla, stuck-up aristocrats, rich businessmen, crooked politicians. The only place LaCroix belongs is in an urn. I got their meeting right here. Here's what I tell all the new blood.
One, you get careless, that blood will make you into a monster. As you rampage around here, you get put down. Two, don't kill when you feed. No reason to. In this city, there's lots of ways to slay the beast without leaving a trail of death. Three, the Camarilla's full of shit. Four, watch your back, always. And lastly, learn how to fight. Because a speech ain't gonna save your ass when you're staring down the barrel of a shotgun. Danke für die Hilfe, Jens. Ja, danke für die Hilfe. L.A. is the school of hard knocks, so keep your friends close and your enemies in a barbecue pit. Once you square things with the court, don't give that son of a bitch the time of night. I got my eye on you, kid. Okay, sexy. It's not, no. Oops. Hier gibt's viele Kondome. Kondome! Ich geh mal raus drin. Copyright. Okay, was wir jetzt noch machen, ich wandere jetzt noch ein bisschen rum, ich will noch in den einen Club reingehen, den wollte ich euch jetzt noch zeigen, flott. Es gibt nämlich mehrere Clubs hier. Wo war denn der Club? Shit, mit dem muss ich dann auch noch quatschen, mit den ganzen Obdachlosen. Weil es ja darum geht, dass in dieser Stadt die Seuche rumlungert. Guten Tag. Die hier irgendwie das Blut verzehren. Also irgendwie scheint es einen Vampir zu geben, der halt rumbeißt, ja. Und die ganzen Menschen, die sind halt dann... Ich glaube, da muss ich dann hin, ne? Ne, da war ich doch schon drin. Die ganzen Menschen, die werden halt krank, ne? Und dann sterben sie halt, ne? Halt, so einfach geht das. Wo war denn hier dieser Club? Mann! Das war doch hier irgendwo. Hier nicht, das war hier lang. Da vorne ist er doch. Das ist ein saucooler Club. Das ist eine alte Kirche, die sie in Club gemacht haben. Ey, das ist hart. Das muss es einfach mal wirklich geben. Weil das wäre mal echt hart. Echt hart. Also weg, Kinders. Ich muss hier rein. Den wollte ich euch noch definitiv zeigen. Mal gucken, hier ist wieder Copyright-Mucke drin. Ich glaube, hier drin ist auch die gute Tante, die hier so rumquatschte. I knew you talked to me. I swear you were all like totally drawn to me. I'm surprised I don't know you. I usually meet all the LA vampires out on the scene. Not a lot of you out tonight, which is weird, because I don't know of any parties going on. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Sie haben mich wohl verwechselt mit Vampiren, was? Ich weiß nicht, von. No. Come on, it's totally cool. I'm Patty. Seriously, everyone knows me. Besides, I just wanted to ask you if you've seen someone. Anna, schon wen, wer ist denn der Glückliche? His name is Kent Allen Ryan. He's a toreador. Really good looking, dresses really well, like all Prada usually. Okay, kenne ich tatsächlich, ich habe neulich noch gesehen. Nein, kenne ich nicht von ihm gehört zufrieden, vielleicht habe ich einen Namen gehört. He's pretty powerful. He's probably like too far behind the scenes for you to know about him. Maybe you know some of the people who work for him. Hör mal, ich muss jetzt echt gehen. Ich bin sicher, es ist eine graue Eminenz. Wir sehen. Sehr froh, wir sehen. No, don't go. I really need. Warte mal, Ken? Doch ja, ich habe ihn neulich gesehen. You are totally awesome. It just goes to show you that you don't have to dress. You don't care what you look like to be a cool girl. Das ist ihr Ernst gerade. So, where is Kent? Er muss trinkgeschäftlich nach San Diego. Oh, that is totally Kent. He's so like that. I better go find him. He needs my help to do anything. Thanks again. Ja, kein Problem. Da einfach runter. Er wartet schon auf dich. Warte mal. Sie haben Patty-Problem gelöst. Erstatten sich es. Ja. Ich habe sie einfach woanders hingeschickt. Heißt, sie nervt nicht, warum? Ich wollte nur hören, ob deine Stimme so engelhaft ist wie du. Sie ist es. I've never seen you in here before. Ich bin gerade aus dem Knast raus, der viele Frauenherzen gestorben. Wenn ich gewusst hätte, dass du hier bist, wäre ich früher gekommen. Nee, dann hättest du auch nicht erinnern. Ich bin nämlich ja halt. Ich muss sagen, komm näher, lass mich dir Vergnügen bereiten, wenn die zu viel. Okay, noch mal ein bisschen rumschlürfen hier.
Schlurf. Passt. Okay. Everybody comes in this goddamn shark has rules. In addition, the first thing you know. Two more of these, and you'll be telling me your nastiest, dirtiest stories. I am your beat priestess, and it's time to confess. Ah, okay. Was mit dem Vergnügen? Venus was her name, cutie. Got anything you want to confess, love? Der letzte, der seine Nase in meiner Angelegenheit hat, keiner mehr. Ich wollte nicht nur mein alles Leben ordentlich lagern. Sounds serious. I'm going to need details, so I know whether to pour a Hail Mary or a Highway to Hell. Streng deine Vision, ich bin weg. Die Lagarde. Ich habe mal die Republikaner gewählt. Oh Mann, ist das durch. Warte mal, gibt's hier sonst noch irgendwas? Kines. Alter, ja, ihr geht nicht weiter, okay. Dann lass mich mal wieder raus hier. Bin schon nett nach oben, komm. Gut, ich mach dann hier erstmal auch Schluss. Und wir schauen nochmal, was wir beim nächsten Mal machen können. Gibt's noch so viel zu entdecken in Downtown. Riesige Stadt. Dann erstmal bis zum nächsten Mal.